Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Bobbyversum. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video über Diablo 3 Reaper of Souls. Leute, wie jedes Jahr kehrt auch in 2023 im Januar die Finsternis nach Tristram zurück. Das Jubiläumsevent für Diablo in Diablo 3 wird im Januar wieder zurückkehren. Und ja, was es damit auf sich hat und natürlich auch, wie ihr an die Anleitung kommt, um euch alle Belohnung aus diesem Event zu erspielen, erfahrt ihr jetzt hier im Video. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß dabei. So, bevor es jetzt aber so richtig mit dem eigentlichen Video und den ganzen Informationen rund um dieses Event losgeht, an dieser Stelle natürlich nochmal das dicke, fette Dankeschön an meine Kanalmitglieder hier auf YouTube. Das sind die Menschen, die monatlich Geld in die Hand nehmen, um meinen Kanal und mich hier zu unterstützen. Und insbesondere hervorheben möchte ich dabei natürlich die Kanalmitglieder, die so wahnsinnig sind und eine Kanalmitgliedschaft auf der Stufe 3 abgeschlossen haben. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Es hilft mir enorm. Dankeschön. Jetzt geht's aber los. Jetzt schauen wir uns an, was es mit der Finsternis in Tristram auf sich hat. Die Finsternis in Tristram ist das Jubiläumsevent für Diablo 1 zum Jahrestag von Diablo 1 oder zum Jahrestag von Diablo und ist eine kleine Hommage an eben Diablo und die Vergangenheit von Diablo. Und das Ganze findet in Diablo 3 statt. Jedes Jahr aufs Neue, alle Jahre wieder im Januar findet dieses Event statt und im Rahmen dieses Events habt ihr die Möglichkeit, euch wundervolle Cosmetics für Diablo 3 freizuschalten und ihr könnt einen ja, ganz besonderen Retro-Dungeon, eine altbekannte Kathedrale, erneut besuchen in einer ganz besonderen Optik. Der Jahrestag von Diablo steht bevor und mit ihm auch das Ereignis Die Finsternis in Tristram. Ob ihr nun Veteranen der Spielereihe seid und gerne in Nostalgie schwelgt oder Neulinge, die gerne mehr über die Vergangenheit der Reihe erfahren würden, bei dieser jährlichen liebevollen Hommage an die Anfangstage von Diablo kommt jeder auf seine Kosten. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, uns Belohnungen freizuspielen, Cosmetics freizuspielen. Das Event läuft über den Januar hinweg, nur über den Januar hinweg. Das heißt, wenn ihr die Sachen verpasst, müsst ihr ein ganzes Jahr warten und könnt erst im nächsten Januar wieder da rangehen und die ganzen Belohnungen erspielen. Das Ganze fängt damit an, dass solche Kultisten erscheinen. Und zwar sind das hier solche Kuttenträger, ein bestimmter Mob-Type. Die findet ihr ab dem 1. Januar in der Spielwelt. Und darüber könnt ihr euch schon die ersten Cosmetics freispielen. Den ersten Porträtrahmen gibt es daraus. Und damit wird dieses Event eingeläutet. Danach, ab dem 4. Januar, können wir die Kathedrale erkunden. Wenn ihr den Hinweisen der Kultisten folgt, werdet ihr euch schon bald in einem Reich prächtiger Retro-Vision wiederfinden, in dem ihr eine nur allzu bekannte Kathedrale auf euch wartet. Erkundet die Tiefen und stoßt dabei auf altbekannte Gegner, kultverdächtige Gegenstände und allesamt in der Diablo 3 Engine neu zum Leben erweckt. Tief unter den Katakomben erwartet der Herr des Schreckens in Person, derweil all die kühnen Abenteurer, die es wagen, ihn herauszufordern. Dieser Dungeon ist, wie gesagt, in einer ganz besonderen Optik gestaltet. Retro Vision nennt sich das Ganze, ist natürlich an die Reise in Diablo 1 durch die Kathedrale, in die Katakomben und in die Tiefen unter der Kathedrale angelehnt. Und wir treffen auf altbekannte Gegner, altbekannte Gegenstände und haben on top noch die Möglichkeit, uns Belohnungen zu erspielen. Der fade Beigeschmack bei der ganzen Geschichte ist die Thematik, dass diese Belohnungen jedes Jahr die gleichen sind. Das heißt, wenn ihr euch das alles schon mal freigeschaltet habt, gibt es in dem Event nicht allzu viel zu holen für euch, außer dass ihr wirklich dieses Retro-Flair nochmal erleben könnt, indem ihr durch die Kathedrale wandert und die ganzen Ebenen, die da drunter liegen und die Gegner kaputt kloppt und so weiter und so fort. Für all diejenigen, die neu sind in Diablo 3, für all diejenigen, die vielleicht in den letzten Jahren gar nichts von diesem Event mitbekommen haben und sich das Ganze mal anschauen wollen, ihr solltet das auf jeden Fall tun. Lasst euch das nicht durch die Lappen gehen. Diese Belohnung gibt es nur in dem Event und nur über den Event-Zeitraum, sprich ein Jahr muss vergehen, bis ihr wieder die Chance habt, euch das zu erspielen. Ihr findet selbstverständlich Anleitungen zu den ganzen Cosmetics, die ihr euch erspielen könnt, hier auf meinem Kanal in einer Playlist zusammengefasst. Die habe ich euch natürlich da oben irgendwo in der Infobox verlinkt und ihr findet natürlich auch den Link unten in der Videobeschreibung unter dem Video. Es gibt in diesem Event Transmogrifikationen zu erspielen, es gibt in diesem Event Begleiter zu erspielen, Porträtrahmen zu erspielen. Ihr seht hier einiges abgebildet, das ist aber nicht alles, was ihr euch erspielen könnt. Es gibt hier den kleinen Mini-Butcher als Pet, es gibt zwei wundervolle Porträtrahmen, die zu meinen absoluten Lieblingsporträtrahmen gehören und es gibt natürlich auch hier solche Kleinigkeiten wie eine Flagge.
Aber darüber hinaus gibt es noch Transmogrifikationen freizuschalten und es gibt darüber hinaus noch einen weiteren Begleiter freizuschalten, das Kronkalb. Wie das alles funktioniert, entnehmt gerne den Videos in meiner Playlist. Habe ich euch verlinkt. Da findet ihr wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den ganzen Gegenständen. Ich wünsche euch jetzt natürlich ganz, ganz viel Spaß bei der Finsternis von Tristram. Weiterhin ganz viel Spaß in Saison Nummer 27 in Diablo 3. Wir schauen jetzt noch ein einziges Mal hier auf die Daten. Exklusive Belohnungen und herausfordernde Gegner erwarten euch allerdings nur für kurze Zeit. Die Kultisten erscheinen am 1. Januar um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und das Portal in diese Retro-Welt öffnet sich am 4. Januar zur selben Zeit. Beide Teile des Ereignisses enden am 1. Februar um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Lasst es euch nicht entgehen, seid dabei. Natürlich gucken wir uns das Ganze auch wie jedes Jahr wieder gemeinsam im Stream an. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Ich würde mich total freuen. Für heute wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023. Ich freue mich auf das neue Jahr 2023 gemeinsam mit euch in Diablo 3, 4, was auch immer passieren wird. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.